Nach ihrer überraschenden Niederlage in Canzio-Meer nahm die weltbeste Traberstute Peace Corps in Turin nicht nur Revanche an ihrem Bezwinger Mr. Lacken, sondern riss mit einer geradezu sensationellen Leistung die Besucher förmlich von den Sitzen. Trotz Dauerregen, eisigem Wind und nicht weniger als 18 Konkurrenten auf der Sprintdistanz absolvierte die Multimillionärin im Gran Premio Costa Azzurra ein einsames Rennen gegen die Uhr. Am Ende besaß die Stute nicht nur 8 Längen Vorsprung, sondern hatte auch den im Vorjahr von Friendly Face aufgestellten Rennrekord um 3/10 Sekunden unterboten. Eine starke Leistung bot aber auch Your Worst Nightmare auf dem Ehrenplatz vor Miss Baltic, die den Triumph der in Amerika gezogenen Pferde vervollständigte. Lobster AS holte sich die kleinste Prämie. Let's go.